Die Ankündigungen der Entwicklerkonferenz begeistern den Markt zunächst verhalten, doch dann legt die Aktie plötzlich zu, obwohl Elon Musk mit einem iPhone-Boykott droht. Nach großem Durchbruch sah es zunächst nicht aus, eher nach großem Einbruch. Der Computerkonzern Apple stellte auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz vor, welche Besonderheiten er ab Herbst in seine neuen Gerätegenerationen einbauen will. Demnach soll das Betriebssystem für iPhone, iPad und Mac künftig mit Apple-Intelligenze versehen sein, der KI-Variante des Apple-Konzerns. Darüber sollen mehrere Kernanwendungen gesteuert werden, die den Geräten zunehmend zum Selberdenken befähigen. Apple plant, diese neuen Funktionen in den kommenden Monaten einzuführen, um den Nutzern eine noch nahtlosere und intelligentere Erfahrung zu bieten. Trotz der anfänglichen Skepsis der Investoren zeigt die Reaktion der Aktie, dass das Vertrauen in Apples Innovationskraft ungebrochen ist. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese Entwicklungen auf den Markt auswirken werden und ob Elon Musks Boykottaufruf tatsächlich Konsequenzen haben wird.